Wichtigste. Große Turniere finden im nächsten Jahr 2012 statt. In Berlin, in Düsseldorf, in Stuttgart-Sindelfingen. Veranstaltungen, die mit 80.000 Pfund jeweils dotiert sind. Und auch da kann man an Qualifikationsturnieren teilnehmen. Ende Juni, Anfang September konzentrieren wir uns auf diese 116-Punkte-Rest. Also die Tops. Das ist eine Breakmöglichkeit für Gian Arto. 161 ist ein mögliches Finish. Triple 20. Triple 17. Bullseye. Mach's doch so, wie ich sage. Wirf nicht eine Single 20. Möchte man ihm zurufen. Hat sich nochmal gestellt. Vielleicht ist ja noch ein Fehler drin bei Gary Anderson. Man weiß ja nie. Und man merkt seine Reaktion. Ja. Er ist erleichtert. Und er kommt ganz genau hin. Da ist er tatsächlich drin. Also. Komm, Gian, weiterspielen. Das entscheidende Leck hier provozieren. Wunderbar. Zwei Treffer in der Triple 19. 386 Rest. Gut. Das ist sehr gut von dem Schotten. 3, 26, er braucht ein Triple. Nein, das ist zu wenig. Jetzt wird Anderson wohl in den Finish-Bereich kommen. 121 Rest. Auch Gian eine schöne 99er Aufnahme. 139 wäre noch besser. 180 wäre natürlich allerliebst, um sein Aufschlag zu halten. Kurz der Blick rüber auf das Scoreboard. Wo stehe ich? 126 Rest. Triple 17. Nee, damit bekommt Arthur die Chance hier zum 2 zu 2. 19, Triple 19 Buller werden. Schade. Triple 16 für Tops wäre möglich oder Triple 20 für Doppel 14. Doppel 8. Drin. Und damit schafft Anderson das Break. Damit holt er sich seinen ersten Satz verkürzt auf 1 zu 2. Jetzt eröffnet der Mann aus Hannover die ungeraden Legs. Anderson braucht also ein Break. Schnell hin. Der steckt drin. Sehr schöner Start. darts@sport1.de, liebe Zuschauer. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie uns erreichen können, falls Sie eine Frage, falls Sie eine Anmerkung haben. Oder auf Facebook, Elmar Paulke. Das ist eine sehr gute Aufnahme. Er muss seinen Aufschlag halten. Er fängt das erste, dritte und fünfte an. Und wenn er die gewinnt, dann kann Anderson tun, was er will. Dann verliert Anderson dieses Spiel. Er darf sich nur nicht verrechnen. Und das sieht so aus, als hätte er es gerade getan. Nächster 180 von The Flying Scotsman. Müsste die fünfte sein. Super, super, Gian Arto. 58 Rest, klar, 18 Doppel 20. Und wieder verpasst Anderson sein Ziel. Wieder trifft er nicht das erhoffte Doppelfeld. Doppel 12. Doppel 6, noch kein Mal erwischt die Doppel 12. Aber dafür Doppel 3. Und wie knapp der war, das hat man, glaube ich, bis Deutschland gehört. Dieses Klack am Draht der Doppel 3 von Gian Arto. Doppel 5 ist drin. Anderson schafft das Break und er bekommt natürlich jetzt immer mehr Selbstsicherheit da oben auf der Bühne. Der weiß, dass er hier noch Möglichkeiten hat, das Ding zu drehen. Ja.
es gab in der Geschichte zwei Schotten, die die Darts Weltmeisterschaft gewinnen konnten, mit Jockey Wilson und Les Wallace. Jockey Wilson, eigentlich der bekannteste schottische Dartspieler der Geschichte. Sehr schön, Gian. Einen deutschen Weltmeister, den gab es noch nicht. Klasse gemacht von Gary. 1180 in der Partie. Aber Gian bleibt dran, das ist sehr gut. Lass dich da nicht verunsichern. So, das ist ein schön hohen Score. So wie im Satz davor nochmal eine Overton. Bringt ihn in die Doppelränge. Ja, genau sowas meine ich. 91 Rest. Die wollen wir erst noch sehen. 16 für Bullseye. Doppel 9. Das ist die Möglichkeit für Gian Artaud. Bullseye für Doppel 16. Bullseye Doppel 16. Doppel 16. Come on! Ja! 1-1. So soll es aussehen. Auch Gian Artaud schafft das Break. Und wir dürfen den Satz noch einmal sprechen. Er ist zwei Legs vom Sieg entfernt. 1-1 stand es auch in Satz Nummer 3. Das ist okay. Wer diese Runde übersteht, hat 10.000 Pfund sicher. Das wird Anders natürlich überhaupt nicht interessieren. Artaud in dieser Sekunde auch noch nicht. Aber Gian hofft darauf, durch ein gutes Abschneiden bei dieser WM so viel Preisgeld mitnehmen zu können, dass er sich das Jahr 2012 auch so ein bisschen davon finanzieren kann, sich Reisen leisten kann nach England, um viel mehr Turniere zu spielen. Es ist und bleibt sein großer Traum, Profispieler zu werden, so wie das bei einigen anderen Deutschen ja auch der Fall ist. Es ist unglaublich, wie dieser Anderson die 180er reihenweise da in das Board haut. Aber Gian reagiert immer schön, auf jede 180 wirft er immer mit. Er bleibt immer dran und nutzt jeden Fehler, den Gary Anderson macht, konsequent aus. Nur wenn er so abgeht, dann ist das unglaublich schwer, da dran zu bleiben. Das war nicht genug, er ist nicht im Finish-Bereich. Anderson hat 6 Darts für 81 Punkte. Doppel 6. Ich glaube, er hat kurz überlegt, ob er das tatsächlich tot wirft, bevor er 6 Rest hat. Weil Gian noch ziemlich weit weg ist von der Möglichkeit. Einer ist der Triple drin und jetzt ja 20. Das ist die Doppel 6. Wir erleben das dritte Break nacheinander in diesem vierten Satz. Anderson hat die Chance, jetzt bei eigenem Aufschlag in den Sätzen auszugleichen. Und wenn er diesen Satz gewinnt, ist er auch natürlich von der psychologischen Seite her klar im Vorteil. Dann ist das Momentum auf seiner Seite. Aber Gian spielt eine sichere, ruhige Kelle heute. Ich denke, der ist echt auf das vierte Break in diesem Set aus. Wenn er so weitermacht, ist das alles im Bereich des Möglichen. Ein Zuschauer fragt, welche Beschränkungen, in welchem Maße denn die Steel-Darts haben. Er selber ist ein E-Darter. Die dürfen nicht schwerer sein als 50 Gramm, aber das sind schon Speere für den Zuschauer. 50 Gramm, das ist ein Hammergewicht. Und sie dürfen nicht länger als 30,5 Zentimeter sein. Auch das würde eher zur Jagd benutzt. Und trotzdem sind die Steel-Darts schwerer als die E-Darts. Punkte von Anderson. Der läuft Artaud in dieser Phase so ein bisschen davon. Gian kommt nicht mehr mit, auch wenn er hier die 140 wirft. 158 Rest hat. 48, 8 für Tops. Drin. 2-2 in den Sätzen. Wir erleben einen entscheidenden fünften Durchgang.
ein hilfesuchender Blick war das, wenn du mich fragst, Shorty. Ja, so ein leichter, verdammt nochmal, jetzt kommen wir in den Pfad, jetzt muss ich aufpassen. Aber ich glaube, er hat das Zeug dazu, jetzt nochmal richtig einen rauszuhauen, der Giannato. Er verkauft sich meines Erachtens sehr gut heute, macht ein gutes Spiel, nur dieser ganz kleine Tick, der fehlt ihm noch dazu. Und wenn du natürlich 2-0 vorne bist in den Sätzen, dann reicht dir auch nicht mehr ein gutes Spiel, das du hier machst, sondern dann willst du den Sieg, dann willst du Anderson hier auf der größten Dartsbühne bezwingen. Jawohl, der ist drin. Klasse, 180 von Arthur. 185 Rest, nicht im Finish-Bereich. Das hat sich Gary auch noch mal gerade angeschaut, deswegen ist er nicht auf Triple 19, Double 19 wie unser Kevin Münch gegangen, um das zu checken, sondern stellt sich wieder in die Nähe seines Lieblingsdoubles Tops. Gian braucht jetzt eine hohe Punktaufnahme, einen hohen Score, um nochmal eben Präsenz zu zeigen. Die 127 ist zumindest eine Möglichkeit. Bei den ganzen Fehlwürfen von Gary eine gar nicht schlechte Möglichkeit. Das ist die Chance zu Break. Ja, jetzt diese 127 mal auschecken. Jawohl, der ist drin. Triple 17 für Doppel 8, 17 für Bullseye. Single Bull, 25 ist. Millimeter rechts vorbei. Doppel 10. Jawohl, das war seine eine Chance. Die hat er nicht genutzt. Anderson führt 1-0 in den Legs. Und jetzt lastet erstmals so richtig Druck auf den Schultern von Gian Arthur. Jetzt muss er dieses Leg gewinnen, dass er beginnt. Er darf kein Break kassieren. Fängt super an. Komm, eine noch rein. Ja, ja. Sehr schön, Gian. 123 Punkte. Das gibt es nicht oft in letzter Zeit, dass Anderson kein einziges Triple erwischt. Die Situation ausnutzen, das versucht Arthur jetzt. Das ist leider eine sehr gute Chance für Anderson jetzt, diese 58 zu nutzen, was ihm nicht gelingt. Nur 123, also kein Finish-Bereich. Gian kommt als erstes in den Finish-Bereich. Wir hoffen auf einen großen Score. Die nächsten drei Darts nicht zu viel werden. Hervorragend, Gian. Ganz genau sowas. 58 Super Rest. Gespielt. Ein 2-Dart-Finish. Zwei Chancen wird er bekommen zum 1-1 in den Legs. So. Single, Doppel, Feierabend. Ja, und wie sicher das Ding in der Mitte saß. Ganz hervorragend. Und lass mich eins mal kurz sagen. Er ist 2 Legs entfernt vom Sieg. Vorbei, es gibt im entscheidenden 5. Satz nicht das Entscheidungsleck. Im Leg 5, man braucht einen Vorsprung von 2 Legs. Ist das die 180? Aber hervorragender Start wieder mal gegen den Aufschlag von Gary Anderson. Gian beißt sich richtig rein in dieses Spiel, gefällt mir sehr gut. Also steht es hier 2-2 in den Legs, dann ginge es weiter bis 4, das darf sich hochschaukeln bis zum 5-5 und dann erst käme ein Entscheidungsleg. Dann würden wir dieses sogenannte